Süßchen, Päusle rum. Ich würde sagen, weiter geht's. Wo muss ich hin? Okay, erstmal raus hier. Ich bin voll fett in der Kantine. Das ist hier. Cool. Da sind wir ja schon sehr nah dran, würde ich sagen. Da sind wir sehr nah dran. Ja doch, hier lang. Genau, dem Weg folgende. Schade, das... Ach doch, gibt's... Warte, Moment. Der da war das. Automatisches Fahren aktivieren hier. So. Nein, nicht runterfallen. Da lang. Jetzt. Willkommen zurück. Ihr habt in der kurzen Zeit, in der ihr hier seid, mehr geleistet, als wir je gedacht hätten. Ihr könnt stolz auf euch sein. Natürlich, das Lächeln, das ich auf eurem Gesicht sehe, ist mir schon Leistung genug. Jetzt wollt ihr mich aber necken. Ja. Kira wird nur böse werden. Ich hatte auch gesagt, dass wir auf dem Weg Deko dafür einkaufen sollten. Jetzt ist es eine fürchterliche Party und wir sind genauso schuld daran wie die anderen. Hallo, das Hacken der Novablade-Dateien geht nur langsam voran, aber ich konnte schon ein paar Hinweise zu dieser Flamme finden, von der Margok und Revan gesprochen haben. Sie ist auf jeden Fall die Anführerin einer Gruppe Mandalorianer hier auf Rishi. Sie waren mit den Revanitern verbündet, haben aber dann die Verbindung abgebrochen. Und zwar nicht im Guten. Wenn wir die Flamme finden und zum Reden bringen, könnte sie uns wichtige Dinge verraten. Vielleicht kann sie uns sogar dabei helfen, die Revaniter anzugreifen. Ich habe schon oft gegen Mandalorianer gekämpft. Es wäre schön, sie zur Abwechslung mal auf unserer Seite zu haben. Da habt ihr recht. Oh ja. Anscheinend hat die Flamme mit ihren Leuten eine eigene Insel, nicht weit von hier. Könntet ihr dorthin gehen und herausfinden, was sie zu sagen hat? Mit dir flirte ich nicht. Ich melde mich bei euch, sobald ich die Flamme gefunden habe. Gebt mir Bescheid, falls ihr noch etwas aus diesen Nova Blade-Dateien herausholt. Alles klar, viel Glück. Okay. All das, was du gerade gehört hast, es ist wichtig. Vergiss es nicht. Aber es kann noch eine Weile warten. Ich möchte, dass du etwas siehst. Wer ist da? Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Ist doch mein alter Dann Meister. Findest du es. Das erkennst du an der Stimme. Das war doch mein alter Meister. Ey, das ist lame, das ist lame. Ich müsste halt mal alles verkaufen hier, so langsam. Mein alter Meister sagt, soll mich von den Gefühlen leiten lassen. Ist das ein gutes... Ja, mach ich das sowieso. Also, drauf geschissen. Ich muss nach da unten. Oder dahin. Ich gehe erstmal nach unten. Das ist näher dran. Und hier gibt es was zum Verkaufen. Das ist sehr gut.
Ey, Modifikationshändler brauche ich nicht. Hä? Hä? Hä, wieso kann ich? Bei dem geht's. Ich freue mich immer über Kundschaft. Kann ich euch behilflich sein? So. Alles reparieren einmal, danke. Seht euch ruhig um. Haben wir schon. Wie viel habe ich? 184.000. Dass es hier nicht mehr steht mit dem Geld, ist nervig. 184.000. Hallo? Hoffe. Das geht nicht, da fehlt mir das Geld. Dann kaufen wir das hier noch. Und das hier noch. Und dann dürfte nichts mehr sein. Ne. Guddelmuddel. Ladies and Gentlemen, Sajkalendor Neki. Orgone. Aha, weiter. Es tut Ehre, nie als Idile Parnat Affedem Septem. Warte mal. Ich folge erstmal meinem Gefühl. Was war das? Das war doch wieder irgendwas anderes. Irgendwas, was ich nicht machen wollten, tun sollen, dürfen oder so. Genau. Yep, yep, yep. Alles an, sehr schön. So, einmal hier runter. Konnte ich da gerade was? Nee. Da komme ich nicht hoch. Ich soll meinem Gefühl folgen. Mein Gefühl bringt mich nach altes zum alten Haus. Rishi-Haus. Hä? Oh nö, jetzt bin ich bei den Akschen. Oh nö. Was? Okay. Ich werde mal nichts dazu sagen. Weißt du, ich bin hier aufgewachsen. Damit meine ich nicht nur Rishi. Ich meine dieses Haus. Natürlich war ich noch jung, als die Jedi mich gefunden haben. Ich erinnere mich an nicht viel mehr als an die Wände, eine warme Decke und einige freundliche Gesichter. Meister Orgus. Aber der Ort schien mir für einen letzten Besuch geeignet. Hallo, Padawan. Hast du Zeit für eine letzte Lektion von einem alten Freund? Ja, los. Es ist schön, euch zu sehen, Meister. Ihr wisst doch, dass ich mir keine eurer Lektionen entgehen lassen würde. Aber ob du dich wirklich daran hältst, steht auf einem anderen Blatt, was? Es ist auch schön, dich zu sehen. Seit du aufgebrochen bist, um den Imperator zu besiegen, hast du fortwährend gekämpft. Du bist hüfttief durch Schmutz, Angst und Blut gewartet.
Seit der Imperator gefallen ist, ist der Krieg noch hässlicher geworden. Es kommen dunkle Zeiten auf uns zu. Auf dich und auf die Galaxis. Ihr habt gespürt, was uns erwartet? Ich hatte eine Vorahnung. Und ich mache mir Sorgen, dass du vergessen hast, warum du eigentlich kämpfst. Die Republik verteidigen und die Sith vernichten. Das sind Werkzeuge, die ein Jedi im Dienst für die Galaxis und das Leben einsetzt. Aber sie sind kein Selbstzweck. Sicher? Jeden Tag muss ich mich dem Schmerz stellen. Ich verursache Leid bei denen, die wir den Feind nennen. Eine sogenannte Notwendigkeit. Es zehrt an mir. Das ist die Natur des Krieges. Ich habe es auch durchgemacht. Und ich will dir helfen, die Verbindung wiederherzustellen. Wir werden uns etwas Zeit nehmen und den Bewohnern von Rishi helfen. Was? Denjenigen, die sich mühsam durchschlagen und die in ständiger Angst vor Waffen und Piraten leben. Du wirst ihr Leben besser machen. So wie nur du es kannst. Du sollst fühlen, warum du ein Jedi bist. Na los. Ich kann mir keine bessere Möglichkeit vorstellen, meine Zeit hier zu nutzen. Wo wollen wir anfangen? Es gibt viele Obdachlose auf Rishi. Sie fangen sich das Tanamen-Fieber ein. Auf Corellia wäre die Behandlung umsonst. Hier aber kümmert das niemanden. Niemanden außer dich. Dein Doc kann einen Kranken in wenigen Minuten heilen. Du hast ein Schiff voller Nahrung und Medizin. Ich verstehe. Ja, das tust du. Keine Sith Lords, kein uraltes Übel. Du vollbringst einfach nur etwas Gutes. Na dann. Gibt's hier Loot? Da ist eine Puppe. Eine Jedi-Figur. Der steht ja immer noch da. Sag mal, wenn das den sein Zimmer ist, ja? Dann wird das das Elternschlafzimmer sein. Das ist das Badezimmer dann. Demnach. Dann könnte hier die Küche sein. Oh, die sind aber arm eingerichtet. Wo ist denn das? Wo sind denn die kranken Leute? Der hier, der hustet so komisch. Fieberopfer, genau. Aber wie? Ah, schau mal an. Hallo? Okay. Er ist zu schwach, um zu sprechen, aber er wird sich daran erinnern. Und nicht nur das. In ein paar Monaten ist er wieder auf den Beinen. Und obwohl er ein Spielsüchtiger und ein Betrüger war, wird er alles tun, um das Fieber auf Rishi aufzuhalten. Okay. Da ist noch einer. Einer, das weiß ich, es sind sogar zwei.
Er wird sich leider nicht an dich erinnern. Nimm es nicht persönlich. Aber er wird seine Frau wieder zum Lachen bringen können. Das gibt dir Kraft, um eine stärkere Gemeinschaft aufbauen zu können. Okay. Du hast viele Leben verändert. Aber wir sind noch nicht fertig. Die Monsunabweiser beschützen den Raumhafen in der Regenzeit. Zumindest würden sie es tun, wenn sie nicht kaputt wären. Die Piraten verkriechen sich einfach in ihrem Unterschlupf. Aber alle anderen verbringen Monate damit, durchs Wasser zu warten. Ein nie enden wollender Kampf gegen die Nässe. Was glaubst du, würden sie während dieser Monate alles erreichen können, wenn sie keine solche Qual wären? Du besitzt die technische Ausbildung und verfügst über einen der besten Astromechs in der Galaxis. Sieh, was du tun kannst. Aha. Ich muss erstmal so ein Teil finden. Ist das sowas dort? Ja, das ist es. Ja, das ist es. Eins. Also müssen die alle in diese Richtung sein. Hallo? Ach, die macht schon. Was? Alter, knurr mir mal nicht ins Ohr hier. Hä? Da sind aber okay. Doch, eins ist. Hä? Nur noch eins? Ich muss noch fünf machen. Mal Mobs. Alter, es geht bis da hoch. Willst du mich verarschen? Das heißt, dass rein theoretisch hier ja auch irgendwo welche sein müssen. Theoretisch halt. Ob praktisch das auch zutrifft, ist die andere Frage. Ist das so ein Teil? Nö. Hä? Keins mehr. Oh, ich bin doch schon volle Möhre raus.
aber hier sind ja wirklich keine mehr. Hä, das ist jetzt seltsam. Okay, hier unten habe ich jetzt 3 aktiviert. Das heißt, es muss tatsächlich hier oben irgendwo noch sein. Ich muss laufen, damit ich das besser sehe. Ach, hör auf zu spielen, du kannst es einfach nicht. Aha. Okay, das muss man mir mal sagen. Ja. Hier lang. Ist aber wirklich seltsam. So, rein theoretisch müsste dann hier unten irgendwo was sein. Genau. Wo bin ich denn? Oh, ich bin da oben. Leck mich fett. Und das da für eine Kiste? Nein, das ist eine Quest, nein. Das Zeichen der Wüte. Nein. Piesel dich. Boah, ich komme doch hier unten nicht weiter. Oder? Ah, doch. Schau mal einer an. So, da sehe ich eins. Und da sehe ich eins. Nice. Dann haben wir alle 5. So. So schnell stirbt niemand. Kira, du regelst erste Mal. Die Regenzeit wird nächstes Jahr erträglicher sein. Die Leute können besser arbeiten und mehr zu essen. Sie werden Zeit haben, zusammenzusitzen und an der Messe zu träumen. Sowas ist möglich, wenn man nicht dauerlos nackt in der Nähe kämpfen muss. Eine kleine Aufgabe habe ich noch für dich. Durch die Bandenkriege vor ein paar Jahren wurden viele Gebäude zerstört und die Trümmer nie weggeräumt. Schleppdruiden könnten die Arbeit in ein paar Stunden erledigen. Aber solche Druiden sind für die Leute hier reiner Luxus. Aber ein Jedi mit einem Lichtschwert und der Macht, ihr könntet im Handumdrehen für Ordnung sorgen. Nicht nach viel aus, oder? Aber ich habe dich nicht grundlos darum gebeten.
Eine bessere, saubere Stadt macht ihre Bewohner stolz, gibt ihnen Sicherheit. Aber es ist auch zweckmäßig. Nachbarschaften wachsen wie Gärten. Sie brauchen Platz und Begegnungsmöglichkeiten. Du zupfst das Unkraut. Ja, ich habe alles erledigt. Kehre zu August zurück. Dann machen wir das. In diese Richtung. Warum muss immer alles so weit weg sein? Das ist doch... Ne, Kacke. Schön selber weiterfahren hier. Wir fahren mal hier oben weiter. Ich will ungern kämpfen. Weißt du, als ich gestorben bin, seltsam das zu sagen, waren es nicht meine Siege, die mir Trost gespendet haben. Es waren die Gesichter all der Leute, denen ich geholfen habe, der Leute, denen ich gedient habe. Sie ließen mich den Schmerz vergessen. Angenommen, du lebst lange genug, um das Ende des Krieges mitzuerleben. Wie willst du dann leben? Wie willst du Trost finden, wenn deine Zeit schließlich gekommen ist? Wenn der Krieg endet, hoffe ich, dass ich mein Lichtschwert ein für alle Mal an den Nagel hängen kann. Ich möchte ein ruhiges Leben. Vielleicht auf einer Farm. Oder ich verkaufe Essen auf den Straßen von Coruscant. Manchmal sieht die Macht ein einfaches Leben für uns vor. Ich hoffe, dass du finden wirst, was du dir wünschst. Bei dem, was wir heute getan haben, habe ich etwas geschwindelt. Es ging nicht nur darum, den Rishi zu helfen und dich daran zu erinnern, warum du kämpfst. Es ging auch darum, eine alte Narbe zu heilen, die du schon fast vergessen hast. Eine, die du immer noch in deinem Inneren spürst. Der Imperator. Du warst unter seiner Kontrolle. Seine Dunkelheit hat deinen Geist durchdrungen. Als wir dich befreit haben, hast du die Erinnerung an seine Lehren tief in dir vergraben. Ich kann diese Erinnerungen zurückbringen. Du bist jetzt stark genug, um damit umzugehen. Das Licht wird sie heilen und du wirst wieder ganz sein. Ich suche nicht nach Heilung. Was passiert ist, ist passiert. Ich muss selbst damit klarkommen. Dann bitte ich dich nur, dich immer an Rishi zu erinnern und an die Leute, denen du hier geholfen hast. Ich werde mich daran erinnern. Dann ist es Zeit für mich zu gehen. Ich danke euch, Meister Orgus, für alles, was ihr für mich getan habt. Möget ihr Frieden finden. Das habe ich bereits. Du wirst mich nicht wiedersehen, Padawan. Aber das musst du auch nicht. Du wirst in den dunklen Tagen, die uns bevorstehen, nicht allein sein. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Rüstung sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ich werde die definitiv mal aufwerten müssen. Himmelsgrad-Bollwerk, Himmelsgrad-Züchtiger. Nee, wir nehmen die Bollwerk-Rüstung. Die
würde ich... Wie sieht denn die aus? Zeig mal her. Keine Sorge. Ey. Ja, gut. Die hat schon was an sich. Muss ich ehrlich sein. Die hat was an sich. Frage ist nur, ob man die noch besser verstärken kann. Oder nicht. Weil das wäre natürlich auch noch richtig geil. Jetzt, Elios Moro, danke. Ja, ich danke dir fürs Geld. Wie viel habe ich? Reicht noch nicht. So, dann gehen wir jetzt diese Story-Quest machen da. Wo komme ich denn hier hin? Das interessiert mich jetzt. Okay. Ich will immer noch da hoch. Da oben gibt es bestimmt irgendwas. Irgendwie muss man da hochkommen. Hier fängt's doch an. Hier fängt's doch an. Scheiße. Ach, jetzt lass weg mich. Nee. Ist mir zu blöd. Na dann. Story-Modus. Na dann. Ab geht er, der Peter. Oha, was ist das denn für ein geiles Bild? Geil. Cool. Das sieht nice aus. Nähern uns der Insel der Flamme. Sollte keinen Kratzer haben.
Es hat auch keinen Kratzer. Es hat total Schar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hi. Was ist das? Ah, Flashpoint verlassen. Zeig mal her. Das und das verkaufen. Das. Ja, komm, scheiß drauf. Außergewöhnlich. 3442 1,30. 1,30, 12. Ganz viele Chicken Wings. Chicken Nuggets. Was? Na los. Hörst du mal auf, mich einzufrosten? Was fällt denn dir ein? Was fällt denn dem ein, mich einzufrosten? Oder der, es war eine Frau. Oh, was? Oh, sieht das geil aus. Oh, Baba-mäßig. Nice, nice. Okay. Oh nein. Au. Ach, die brauche ich für das Vieh bestimmt. Da hält der was aus. Holy shit. Ich krieg dich auch so down. Hallo? Komm, der ist doch gleich down. Ja.
hält denn der aus? Alter, leck mir die Füße, ey. Der hat ganz schön was ausgehalten, ne? Und das wird nicht der letzte gewesen sein. Hä? Ihr habt es hineingeschafft. Sowas. Ich weiß zwar nicht, warum ihr gekommen seid, aber wenn ihr schon mal hier seid, lasst sehen, was ihr drauf habt. Okay. Alle. Oh lol, ich muss alle machen, um da rüber zu kommen. Uiuiuiui. Sieht so geil aus hier. Was? Hä? Hör mal auf! Lass mich doch mal hinter dir bleiben. Wo ist denn der? Ah, der ist gleich down. So. Der ist erledigt. Oi, 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 oi. Ich hätte ja gern die weibliche Sif an meiner Seite. Das war schon fast eines Mandos würdig. So, darüber. Gib mal Licht her. Hier. Hä? Was? Ernsthaft? Laufende Chicken Wings? Laufende Chicken Wings. Okay.
Okay. Noch mehr. Willst du mich verarschen? Alter, wie viele kommen noch von den Viechern? Okay, was? Alter, was ist mit dem? Alter, was ist mit dir los? Hörst du mal auf? Gleich down. Fall um. Warum bin ich nicht gleich hier lang gegangen? Wer weiß. So, noch ein Türchen. Noch ein Türchen, noch ein Türchen. Und zwar... das da. Gerade. So, was kommen hier? Bestimmt Spinnen. Nee. Pirscher. Alter, hört mal auf. Ah ja, okay, die gehen eigentlich noch. Die gehen ja noch. Ich muss jetzt nur den richtigen Weg finden. Da runter muss ich. Komme ich da nicht runter? Ach doch, hier. Schauen Sie an, schauen Sie an. Down. Hm.
Von hier bin ich gekommen, okay. Ihr habt euch gut geschlagen, so. Aber jetzt seid ihr in der Arena. Wenn ich vorstellen darf, das Ehepaar Jos und Valk. Hi. Durastahl, unbesiegt und hochmotiviert, sich zu beweisen. Okay. Wo? Ach, da. Als erstes auf die Frau. Vernichten! Und die eine hin. Mein Mann, der Fußabtreter. Hä? Oder ich hab die ganze Zeit die falsche Attacke gemacht. Wann vernichtest du sie endlich? Nein, nicht wenn du das willst. Alter, der hält was aus. Der Junge ist stabil. Mein Mann, der Fußabtreter. Hä? Ich kenne Javas, die besser kämpfen, Ridor. Wechseln die sich hier mal ab? Ich will mal merken, was ist jetzt ein Falk? Falk! Schlag keine Wurzeln! Nee, raus hier! Ich kenne Javas, die besser kämpfen, Ridor. Ach, halt doch deine Klappe, du Hund. Ja, die hält was aus. Jetzt sind sie fällig. Wie feig ist das denn, dass ihr noch Mobs dazu ruft? Sag das nicht. Dranbleiben, Valk. Alter, das ist nicht stabil. Hört mal auf. Jetzt sind sie fällig! Hast du auf? Wo ist der? Hier! Jos, du machst das falsch!
Hör doch mal auf! Dranbleiben, Valk! Alter! Hör auf! Nee, der ist tot! Alter, was soll denn das? Ich muss zugeben, das war nicht schlecht. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns näher kennenlernen. Ja. Gleich nach einer kurzen Raucherpause. Bis gleich.